Ey du, musst auch mal wieder auf deinen Radl-Kollegen warten? Hör auf mit dem Quatsch und nutz die Zeit zum Üben. In der heutigen Episode zeigen wir euch, wie ihr ab sofort quasi jede noch so unnötige Wartepause sinnvoll füllen könnt und bei konsequentem Üben schon bald als die Kings und Queens der Eisdiele gelten werdet. Apropos, der heutige Eisdielentrick wird auch die Engagierten unter euch wieder herausfordern. Viel Vergnügen mit Episode 12 von Fahrtechnik on Trail. PS, lasst uns ein Abo da! Trackstand. Der Klassiker schlechthin, absolute Basis für alle Fahrmanöver, die in Richtung technischem langsamen Trailfahren gehen. Um elegant auf der Stelle stehen zu können, bleibt aufrecht in der Grundposition. Das Körpergewicht wird hauptsächlich über die Beine auf die Pedale übertragen. Lenkt leicht ein, um so eine Art Mini-Dreieck zu bilden, so steht man nämlich stabiler. Der Blick geht leicht nach vorne, versucht, dass der Körper stets im Lot bleibt. Um alles etwas zu vereinfachen, kann man auch mit Pedaldruck gegen die gezogene Vorderradbremse arbeiten. Dies ist zudem hilfreich, da man sich so entspannt vom blockierten Vorderrad etwas nach hinten abdrücken kann, wenige Zentimeter rückwärts rollt, bisschen Pedaldruck nach vorne aufbauen kann und so wieder Stabilität bekommt. Übt den Trackstand immer, mit immer meine ich immer, und baut, sobald er einigermaßen sitzt, Variationen ein, um nicht einzuschlafen. Das könnte etwa ein einarmiger Trackstand sein oder ein Trackstand im Sitzen. Kreative Geister finden sicherlich noch mehrere Möglichkeiten. Schweinchenhops auf der Stelle. Auf der Stelle stehen schön und gut, lässiger und tatsächlich eigentlich auch einfacher ist das Hüpfen auf der Stelle. Denn jeder Hops bringt wieder Stabilität in euer System, da ihr euch neu ausrichten könnt. Rollt langsam an, bremst runter und geht mit gedrückten Bremsen aus der Grundposition in die Aktivierung. Aus dieser tiefen Position bringt ihr dynamisch euren Körperschwerpunkt senkrecht nach oben. Beide Bremsen bleiben gedrückt. Wichtig ist, nun die aufgebaute Spannung komplett zu halten. Besonders die hintere Ferse dafür geht nach oben, um ordentlich Spannung gegen das Pedal aufbringen zu können. Die Hände tun eben dieses am Lenker. So verkeilt zwischen Pedalen und Lenker kann man nun fröhlich hoch und runter hopsen. Schweinchenhops im Kreis oder dreh dich, du Sau. Gerade auf technischeren Trails kann es durchaus vorkommen, dass man im Stehen gerne die Richtung ändern würde. Für eine solche Situation ist der Move dreh dich, du Sau geeignet. Grundsätzlich funktioniert das genauso wie in zweitens beschrieben. Nun müssen wir aber noch etwas Dynamik in die gewünschte Richtung aufbauen. Hierfür leitet der Kopf eine leichte Drehung ein, indem er beim Absprung in die gewünschte Richtung guckt, wo ihr gerne landen würdet. Und nimmt dann den Körper und das Rad unter euch mit. Habt ihr ausreichend Spannung im System, ist das einfach möglich. Wir empfehlen euch, dabei eure Pedalstellung immer gleich zu halten. Der Drehimpuls kommt durch die Körperdrehung, nicht durch den hinteren Fuß. Wichtig, übt immer beide Seiten, egal ob komplett rum oder gar gekoppelt in beide Richtungen, aber übt beide. Das Pendel. Kommen wir noch zu einer netten Übung, die eure Bikebeherrschung ebenfalls in neue Sphären heben wird. Dem Pendel. Fahrt dafür ein Schritttempo an, blockiert die Vorderradbremse und bringt euren Körperschwerpunkt wirklich etwas nach vorne, um mit fast gestreckten Armen ordentlich Druck auf das blockierte Vorderrad geben zu können. Dank Spannung im System kommt das Hinterrad mit hoch. Nun wird es etwas komplizierter. Wenn das Hinterrad sinkt, geht ihr diese Bewegung mit und verstärkt sie mit einer Körperschwerpunktsverlagerung nach hinten, um das Vorderrad zu entlasten. Sinkt das Vorderrad, beginnt der Spaß von vorne und ihr bewegt bei weiterhin gedrückten Bremsen nach vorne, dann wieder nach hinten, dann wieder nach vorne, dann wieder nach hinten. Et voilà, ihr pendelt. Wichtig ist ausreichend Dynamik in euren Bewegungen. Das gedrehte Pendel. Wer das gerade Pendel hinbekommt, kann dieses versüßen, indem man Hinter- und Vorderrad versetzt. Lenkt hierbei leicht in die gewünschte Richtung ein, wenn das Vorderrad belastet wird. Euer Heck wird in Folge ausschwenken. Um das Vorderrad zu versetzen, müsst ihr mit dem Kopf und Oberkörper den gewünschten Impuls setzen. Leichtes Lenken kann ebenfalls helfen. Experten können sich nicht nur auf einer Linie seitlich bewegen, sondern ebenfalls komplette Kreise drehen. Übrigens ein hervorragendes Fahrmanöver auf sehr technischen Trails. Krasse Experten versuchen eine komplette 360-Grad-Drehung mit möglichst wenig Pendelbewegungen. Der Eisdielentrick. Das gehüpfte Pendel. Der Eisdielentrick wäre nicht der Eisdielentrick, wenn man dafür nicht schon ein ganzes Paket an Skills mitbringen müsste. Dies ist auch notwendig beim gehüpften Pendel. Holt dafür durch einen Pedalkick euer Vorderrad nach oben, balanciert es aus und springt vom Hinterrad ab, werft den Körperschwerpunkt massiv nach vorne und landet auf dem blockierten Vorderrad. Sobald das Hinterrad zu sinken beginnt, müsst ihr schleunigst euren Körperschwerpunkt nach hinten bringen. Springt dafür aus den Beinen ab, die Arme können die Bewegungen verstärken. Landet das Hinterrad, kann ein kleiner Pedalkick euch wieder stabilisieren. Nun beginnt das Spiel von vorne. Auch hier müsst ihr eure Bewegungen wirklich mit ordentlich Dynamik und Umfang durchführen. Das war's schon wieder mit Episode 12 von On-Trail Fahrtechnik. Wir wünschen euch ab sofort stets lehrsame Einheiten beim Warten auf eure Bike-Kumpels und Kumpelinen.
zur nächsten Folge, in der wir euch, wenn ihr uns fleißig abonniert, vermutlich noch bessere und coolere und schlauere und schönere Sachen beibringen werden. Also, Servus!